Ja. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja noch. Jetzt sprechen wir aber mal mit den Ambitionen. Wie geht's jetzt hier los? Weiter und so weiter. Es war schrecklich. Ich habe noch nie so etwas gefühlt. Jemals. Nichts dergleichen ist während unserer Ausbildung in der Klausur vorgekommen. Was geschieht mit mir? So, okay. Unsere Macht scheint stärker zu werden. Schwerer zu beherrschen. Wenn Sombre nicht wäre, hätte Kalias eigene Macht sie vielleicht schon verschlungen. Ist das unsere Strafe, weil wir unsere Klausur aufgegeben haben? Okay. Und Sombre. Als ich aus meinem Gewölbe befreit wurde, brauchte es Monate, bis meine eigenen Kräfte derart angewachsen waren. Und fast hätte es mich vernichtet. Ich bin überrascht, dass Kalia so rasch nach ihrer Freilassung an diesen Punkt kommt. Warum hat Kalia so die Beherrschung verloren? Unsere Macht wächst exponentiell, sobald wir den Schutz unserer Gewölbe verlassen. Genau dafür wurden sie gebaut. Doch Kalias Macht ist schneller angewachsen als meine. Sie hätte sie um ein Haar verschlungen. Wenn nicht meine Mentorin gewesen wäre, hätte mich dasselbe Schicksal ereilt. Okay. Wie seid ihr aus dem Gewölbe entkommen und was sagt ihr da über eine Mentorin? Als Herzog Warens Streitmacht vorbeizog, haben sie mich befreit. Für die war ich nur ein weiterer politischer Gefangener. Ich streifte eine Zeit umher, während meine Kräfte auf ein Maß anwuchsen, das dem entsprach, was ihr hier gesehen habt. Dann fand mich meine Mentorin. Okay. Ihr meint, diese Mentorin könnte Kalia und Destron beibringen, wie sich ihre Kräfte bändigen lassen. Ich gehe davon aus. Und es dürfte sicherer sein, wenn wir drei eine Zeit lang verschwinden. Es gibt einen alten Schrein nordwestlich von hier. Treffen wir uns dort. Ich würde vorschlagen, ihr sagt eurer Waldelfengefährtin, wohin wir gehen. Sie wirkt wie jemand, der sich sorgen würde. Evely ist wieder da. Evely, könnt ihr auch treffen in Orsinium, wenn ihr sie dort nochmal sehen wollt. Wenn ihr sie gut fandet in Dunkelforst und Orsinium noch nicht gespielt habt, lohnt sich Orsinium zu zocken. Das einzige Gebiet, wo sich auch die Gegend ein bisschen verändert. Wie gesagt, das ist im Moment so mein größter Kritikpunkt an Elder Scrolls. Kein Schwimmen, kein Tauchen, kein Fliegen und die Umgebung verändert sich nicht. Da muss noch was nachgebessert werden im nächsten Kapitel. Nächstes Jahr, komm. Cinemax, das schafft ihr. Gute Idee, ich werde es Evely sagen. Danach treffen wir uns am Schrein. Trefft uns in der Marsch im Nordwesten. Ich werde Kalia und Destron mitnehmen, um euch am Schrein zu treffen. Keine Sorge, ich beschütze sie. Die Kultisten überraschen mich nicht noch einmal. Lasst nur eure Waldelfenfreundin wissen, dass die Zwillinge bei uns sind und wir für ihre Sicherheit sorgen. Okay, was meint ihr damit, wenn ihr sagt, Kalias Macht wird sie verschlingen? Was glaubt ihr, warum Kaiser Leovig diese Gewölbe bauen ließ? Sie bewahren und begrenzen unsere Macht. Ohne sie würde die Macht wachsen und sich ausdehnen, bis sie uns vernichtet. Ah. Die Gewölbe sollten uns lange genug am Leben halten, damit wir lernen, unsere Macht zu beherrschen. Und warum plant Vandazia dann, euch zu ermorden? Ach ja. Was das angeht, anscheinend sind die Wahrheit und das, wovon ich dachte, dass ich es weiß, nicht ganz deckungsgleich. Ungeachtet dessen wird Kalias und Destrons Macht sie ohne den Schutz eines Gewölbes irgendwann umbringen. Doch ihr glaubt, eure Mentorin kann ihnen beibringen, ihre Macht zu beherrschen. Sie hat mich ausgebildet. Außerdem kannte sie einen Weg, um meine Kraft so weit zu unterdrücken, dass ich sie allein beherrschen konnte. Ohne sie würde ich heute nicht hier stehen. Sie kann Destron und Kalia helfen. Da bin ich mir sicher. Gouverneurin Keshu meinte, dass wir Gideon vielleicht eine Weile verlassen sollten. Die Gouverneurin ist weise. Ein Ziel in Bewegung ist schwerer zu treffen als eines, das stillsteht. Das stimmt. Und wenn wir nicht mehr in der Stadt sind, haben Vandasias Kultisten auch keinen Grund mehr, um sie anzugreifen. Wie seid ihr überhaupt in den Totenländern gelandet? Ich habe nicht aufgepasst. Meine Mentorin warnte mich, dass man Jagd auf mich machen würde, aber ich nahm die Warnung nicht ernst. Ich kehrte in mein altes Gewölbe zurück, um zu versuchen, mehr darüber zu erfahren, wer und was ich bin. Die Kultisten haben mich dort überfallen. Sie haben mich bewusstlos geschlagen, bevor ich mich wehren konnte. Okay. Jetzt aber noch ein bisschen mehr zur Mentorin. Das interessiert mich. Ich wuchs in einem Gewölbe auf, genau wie die Zwillinge.
abgeschottet. Ich wusste nichts über die Welt außerhalb. Ich wusste nur, dass ich anders war. Irgendwie besonders. Herzog Barens Streitmacht befreite mich, als ich 16 war. Meine Mentorin fand mich einige Monate später. Und wie kam es dazu? Ich habe mich mit Söldnern eingelassen, streifte umher und lernte zu kämpfen, während meine Kraft immer mehr anschwoll. Okay. Ich begann gerade die Beherrschung zu verlieren, als meine Mentorin erschien. Sie war eine Art Schamanin und lehrte mich, meine Kraft zu meistern. Sie nannte mich aber niemals eine Ambition. Tja, du bist aber eine. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie euch gefunden hat. Sie sagte, sie hätte nach mir gesucht. Sie wusste von Merones Dagons Interesse an einem verborgenen Geheimnis und hatte dem nachgespürt. Doch erst als meine Kraft sich außerhalb des Gewölbes zu manifestieren begann, konnte sie mich ausfindig machen. Sie hat mir das Leben gerettet. Das ist gut. Das war schrecklich. Ich habe noch nie so etwas gefühlt. Jemals. Nichts dergleichen ist während unserer Ausbildung in der Klausur vorgekommen. Was geschieht mit mir? Ja, was habt ihr denn versucht? Meine Gabe ist Feuer. Das Beschwören von Flammen ist für mich so natürlich wie das Atmen. In der Klausur war es immer nur ein Funke oder ein einfaches Flackern. Doch als ich versuchte, das Ziel zu treffen, ich konnte es nicht bändigen. Das Feuer in mir wollte wachsen, sich ausbreiten, sich nähren. Und wie fühlt ihr euch jetzt? Es geht mir gut. Vielleicht ein bisschen schwindelig. Was Somren auch immer getan hat, es konnte das Feuer löschen. Gut. Fürs Erste. Mir gefällt das nicht. Was, wenn niemand es löschen kann, wenn ich es das nächste Mal rufe? Ich könnte Destron verletzen. Ich könnte Gideon niederbrennen. Das werden wir nicht zulassen. Okay. Unsere Macht scheint stärker zu werden, schwerer zu beherrschen. Wenn Sombrin nicht wäre, hätte Kalias eigene Macht sie vielleicht schon verschlungen. Ist das unsere Strafe, weil wir unsere Klausur aufgegeben haben? Okay, das ist aber jetzt dann doch ein bisschen erläuternd, ne, dass die also so stark werden, dass es dann unberechenbar ist. Also von daher, ich dachte, es wären einfach normale drei Zauberer, so, ne, weil bisschen Blitz, bisschen Feuer und so, aber die scheinen immer stärker zu werden. Das ist ja auch mal interessant. Ich glaube nicht, dass ihr bestraft werdet. Nein, wahrscheinlich nicht. Doch wir werden auf jeden Fall stärker. Ihr wurdet Zeuge, was ich in der Klausur tat. Meine Kraft zeigt sich in Blitzen, aber nachdem ich gesehen habe, wie Kalia die Beherrschung verlor, zögere ich, sie hier einzusetzen. Doch das werde ich, falls ich meine Schwester verteidigen muss. Okay, der macht Blitze, sie macht Feuer, er macht Frost. Was gibt's noch? Erde, ne? Stein oder sowas. Oder war es das? Gibt's keine vierte Ambition? Zeit? Gift? Ach, es gibt so viel. Schauen wir mal. So, wo ist Evely? Ist sie noch drinne? Habe ich die wieder übersehen? Evely habe ich leider wieder übersehen. Ja, wo ist sie denn? Wo ist die Wache, wenn man sie braucht? Nee, Evely ist nicht hier drin. Oder? Ich brauche dringend mal ein neues Buch, damit mal hier ja, Beziehung verbessert. Opa Rainer! Der hat mich jetzt aber erwischt, du. Jetzt hast du. Mann, ich war hier voll am Suchen und Bücher lesen und alles und. Boah! Danke für die 200 Bits und danke für den 22-Uhr-Schrei. Jetzt sind wir alle wieder wach. Oh, wei, oh, wei. Das hat mich jetzt mal ein bisschen erschrocken. Ganz leicht. Ich hoffe, so ist es nicht bei Visage, wenn ich das für Metasmith spielen werde. Eieiei, was du hier machst um die Uhrzeit. Der war fies. Ich hoffe, die anderen sind auch wieder alle wach jetzt und konntet schön den Schrei genießen. Eieiei, was habe ich da aktiviert? Hey, ich bin hier. So, Evely, jetzt kommst du mit. Keshu hat mir aufgetragen, mal eine Denkpause zu machen. Eine Pause kann manchmal helfen, wisst ihr? Also eine vom Denken, damit man dann später wieder besser denken kann. Wie dem auch sei. Wie geht es den Ambitionen? Ist euch ein besserer Ort eingefallen, an dem wir sie verstecken können? Sombrin hat eine Idee, aber die Zwillinge verlieren die Kontrolle über ihre Kräfte. Das klingt natürlich schlecht.
Was ist geschehen? Kali hat fast den Tempel niedergebrannt, doch Sombren kennt jemand, der ihr helfen kann. Oh, ich wusste doch, dass es einen Grund gab, warum wir ihn aus Vandasias Festung in den Totenländern geholt haben. Ich meine, abgesehen davon, ein Menschenopfer zu verhindern. Also, wer ist diese hilfreiche Person? Sombrens Mentorin, wir werden uns außerhalb von Gideon treffen. Vielleicht sind wir eine Weile weg. Ich glaube, das ist Lyrant, oder? Die hat doch auch so eine wichtige Rolle hier, die Daedra. Das hört sich auf jeden Fall so fast so an. Wenn ihr das nicht schon alles gespielt hättet, würde ich ja sagen, wir machen eine Vorhersage, ob ich recht liege oder nicht. Aber ihr wisst es ja schon alle. Viele von euch haben es ja schon gezockt. Ihr seid ja viel zu schnell hier in dem Spiel. Okay, wir sind vielleicht eine Weile weg. Bleib dicht bei ihnen. Wir müssen für die Sicherheit der Ambitionen sorgen und sie aus Vandasias Fängen halten. Während ihr weg seid, werde ich weiter Keshus Schwarzflossenlegion helfen. Und ich will da sein, wenn meine Vettern aus dem Walenwald endlich eintreffen. Viel Glück! Dankeschön! Dann werden wir mal los. Hier jetzt, wo müssen wir eigentlich hin? Schreit einfach mal zum Tor, aber weiß gar nicht, wo ich hin muss. Doch, da. Sind richtig. Die vier Ambitionen, hier sollen sie irgendwo sein. Drei. Die vierte haben wir noch nicht. Ich bitte euch nur, unvoreingenommen zu bleiben. Das ist eine Dremora. Sombren? Was geht hier vor sich? Es ist nicht Lyrant. Euch bitte. Das ist Xyna. Sie kann uns helfen. Söldner, warum sprecht ihr nicht mit ihr? Tja. Okay. Interessant. Ich hätte nicht erwartet, wieder von Sondren zu hören, als er entgegen meines ausdrücklichen Rats fortging. Doch ihn nun in der Begleitung eines mächtigen Sterblichen und zweier weiterer Ambitionen zu sehen. Aber wo sind meine Manieren? Seid gegrüßt, Sterblicher. Ich bin Xyna. Tja, jetzt wissen wir es. Eine Mentorin, die Daedra ist. Und für die letzten 50 Minütchen machen wir nochmal eine kleine Biopause. Dann werden wir hier noch mal ein bisschen weiter streamen. Wir überziehen hier heute, also nicht bis 22.30 Uhr, sondern 23 Uhr. Und kleine Pause, dann werden wir mal wissen, was Xynia hierzu zu sagen hat. Ich hoffe, ihr bleibt dran, die drei Minütchen. Und dann geht es hier gleich auch schon weiter. Eine kurze, kleine Pause. Und, oh, Opa Rainer konnte eine Ouroboros-Kiste bei Alexos claimen. Das ist ja cool. Ich war eben bei Alexos, da konnte man keine Ouroboros-Kisten kriegen. Keine Ahnung, warum die jetzt auf einmal freigegeben sind. Faszinierend. Ja, dann viel Spaß damit. Also Twitch-Drops sind oft im ESO-Stream-Team. Da ist Alexos drin. Alexos ist ein relativ großer Streamer, der viele, viele Sachen hier für Elder Scrolls macht. Und der auch viel Giveaways hat und auch viele Gewinne verteilt und so. Also dem kann man auf jeden Fall immer gut zuhören und zuschauen. Und genau, der hat dann auch oft Twitch-Drops aktiviert. Und Opa Rainer hat da gerade eine Kiste geholt. Ich habe das manchmal auch aktiviert, wenn es generell für alle ESO-Stream aktiviert ist. Das macht Zenimax aber nicht so oft. Meistens das ESO-Stream-Team, ist ja klar. Das sind ja die, die da komplett mit Zenimax zusammenarbeiten. Und genau. Das einfach kurz zur Erläuterung, was Opa Rainer da gerade gepostet hat. Und jetzt gibt's die 3 Minuten Biopause. Also, bis gleich. Einen kleinen Moment, bitte.
Hallo, liebe Spielenden, hier wieder zurück aus der Pause. Willkommen bei Elder Scrolls Online Blackwood. Ich bin Gary Metatron und wir werden jetzt die Hauptstoryline hier spielen: Waffen der Zerstörung. Ich spoilere euch jetzt und wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann müsst ihr jetzt ausschalten oder leise machen, weil ich erkläre jetzt kurz, was wir hier machen. Wir sind hier gerade im Dunkelforst und sprechen mit einer Daedra. Das ist die Mentorin von einer Ambition. Und die vier Ambitionen sind Waffen, die Meru Dragon haben möchte oder nicht haben möchte, sondern zerstören möchte oder was auch immer. Und die drei haben wir hier. Also das ist Kalia, Destron und Sombren. Das sind drei Waffen, drei Ambitionen. Und sie hier hat Sombren ausgebildet. Und ja, wir mögen ja eigentlich keine Daedra. Daedra sind ja böse. Aber ja, es hat geholfen, weil sie hat sich nicht unter Kontrolle. Sie werden immer stärker, die Mächte von den drei Ambitionen. Und er hat sich unter Kontrolle, weil er ist ausgebildet worden. Und die Geschichte, die schauen wir uns jetzt mal etwas weiter an. Wenn ihr Fragen habt zum Spiel, zu meinem Kanal, zu Elder Scrolls Online oder was auch immer, einfach in den Chat reinschreiben. Ich hoffe, ich kann euch dann beantworten, was ihr da so fragt. Interessant. Ich hätte nicht erwartet, wieder von Sombren zu hören, als er entgegen meines ausdrücklichen Rats fortging. Doch ihn nun in der Begleitung eines mächtigen Sterblichen und zweier weiterer Ambitionen zu sehen. Aber wo sind meine Manieren? Seid gegrüßt, Sterblicher. Ich bin Xyna. Sombren meint, ihr hättet ihn unterwiesen und ihm geholfen, seine Macht zu bändigen. Das habe ich. Ich spürte seine Not und bot meine Hilfe an. Er lernte schnell und, wie er euch sicher erzählen wird, ich habe ihn nie verraten. Okay. Hat er mich deshalb gerufen, weil zwei andere Ambitionen nun in derselben Gefahr schweben, die ihn fast verschlungen hätte? Ja. Wir wollen sicherstellen, dass Kalia und Destron sich nicht mit ihrer Macht selbst vernichten. Dann müsst ihr sie in mein Reich tragen. Sie sind weitaus mehr als alles, was ihr euch je vorstellen könntet. Ich half Sombren, weil ich nicht wollte, dass er in Merunes Dagons Fänge gerät oder sich selbst durch seine eigene Macht vernichtet. Das werde ich auch für die anderen tun. Heute erwischt mich Oberreiner aber ziemlich oft. Danke für den Sticker. Ihr seht ihn hier mitten auf dem Bild. Da, wo die Abonnenten eigentlich stehen müssten, da ist jetzt so ein kleiner Geist und den hat Opa Rainer hingeklebt. Ihr könnt nämlich mit Bits hier auf meinem Kanal Sounds cheeren. Ihr könnt Sticker kleben. Ihr könnt also mit meinem Video interagieren. Also macht euch dann, ihr verewigt euch dann sozusagen hier im Video. Nicht nur der Chat, sondern auch noch mit solchen Geräuschen oder so. Und genau, und ganz unten in der Ecke, ganz weit hinten, da seht ihr auch den Sticker Partybalken und wenn der voll ist, dann dürft ihr alle kostenlos Sticker benutzen. Dann wird es richtig spaßig hier auf dem Kanal, aber da müssen wir noch ein bisschen für sammeln. Opa Rainer, auf jeden Fall danke für deine 100 Bits. Sehr lieb von dir. So, jetzt aber, wo ist euer Heiligtum? Wir müssen die zum Heiligtum bringen. Ne? Ich half Sombren, weil ich nicht wollte, dass er in Merun Dragons Fänge gerät. Und darum müssen wir jetzt dahin. Wo ist das Heiligtum? Ich habe es in den Totenländern verborgen. Ja, Dagons Reich. Doch ich habe Mittel und Wege, um uns zu beschützen. Okay. Bevor ihr sie zu mir bringt, müssen sie auf dieses Reich eingestimmt werden. Findet Splitter der Totenländer, die in eurer Welt stecken. Sombren wird euch zeigen, wie man sie einsetzt, um die Ambitionen einzustimmen. Okay. Und schon ist sie wieder weg. Wie gesagt, Xyna hat mir geholfen. Und sie kann Kalia und Destron helfen. Wir müssen ihr einfach vertrauen. Und wenn ihr ihr nicht vertrauen könnt, dann vertraut mir. Ihr hättet uns sagen sollen, dass eure Mentorin eine Dremora ist. Vergebt mir, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Bewohner von Nirn nicht viel von Dremora halten. Xyna fand mich, als ich am Boden war. Hätte sie meinen Tod gewollt, hätte sie mich schon vor Jahren töten können. Oder zugelassen, dass ich mich selbst vernichte. Stattdessen half sie mir. Sie lehrte mich Beherrschung. Ich habe eben gesagt, sie wäre eine Daedra. Ich kenne eine Dremora. Sie will ganz sicher etwas von euch. Oh, da bin ich mir sicher.
Der Wettbewerb in den toten Ländern ist hart, insbesondere unter den nicht gebundenen Dremora. Ich weiß, dass sie Verbündete sucht, an die sie sich in Zeiten der Not wenden kann. Drei Ambitionen, die ihr Gefallen schulden, sind für Xyna so gut wie Gold. Okay, Dedra sind Dremora in Elder Scrolls Skyrim 5. Ja, dann passt doch. Habe ich doch keinen Fehler gehabt. Passt, wunderbar. Erzählt mir von diesem Einstimmungsvorgang, von dem Xynia gesprochen hat. Lasst mich auf eurer Karte markieren, wo man diese Splitter der Totenländer finden kann. Xyna erzählte mir, wo ich sie finden kann, falls ich sie jemals brauchen würde. Dagon-Kultisten errichten oft einen Schrein um diese Splitter, falls sie welche auftreiben. Ihr werdet überrascht, wie oft Teile aus dem Reich des Vergessens ihren Weg nach Nirn finden. Und was machen wir mit diesen Splittern, sobald wir sie gefunden haben? Ich beschreibe den Vorgang, wenn ihr zurückkehrt. Ich muss ein Portal an einem Ort vorbereiten, an dem die Ebenengrenzen dünn sind. Begleitet Kalia und Destron und sammelt die Splitter. Dann kann ich sie auf die Totenländer einstimmen. Ich habe auch auf eurer Karte markiert, wo wir uns treffen werden. In Ordnung, ich werde die Zwillinge begleiten und diese Splitter der Totenländer suchen. Unsere Kräfte zeigen eine seltsame Wechselwirkung mit den Naturgewalten der Totenländer. Deshalb müssen wir eingestimmt werden. Ich habe diesen Vorgang natürlich schon vor Jahren durchlaufen. Normal. Nun müssen wir den Zwillingen helfen, dies ebenfalls zu tun. Sorgt für ihre Sicherheit. Dann trefft mich auf der Straße südlich von Gideon. Also muss ich nicht eingestimmt werden? Nein, ihr seid keine Ambition. Ah ja, stimmt. Außerdem wart ihr schon in den Totenländern und hattet unter keinerlei abträglichen Folgen zu leiden. Stimmt auch wieder. Falls die Zwillinge das versuchen würden, ohne sich einzustimmen, würde die Ebene sie in Stücke reißen. Unsere Kraft steht irgendwie mit Meronis Dagon in Verbindung. Aha. Das ist doch mal interessant. Warum gehören die zusammen? Und was hat das zu bedeuten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass es in uns einen Funken von Meronis Dagon gibt. Aha. Und er will dorthin zurückkehren, woher er kam. Ich glaube, genau das wollte Vandasia erreichen, indem er mich umbringt. Jedenfalls würde ich das lieber nicht zulassen. Bei keinem von uns. Okay, also sammelt die Splitter der Totenländer. Gut, aber erstmal sprechen wir hier nochmal mit denen. Bisschen EP. Helfen mal schnell. So. Ich schätze, wir müssen auf Somrins Erfahrung vertrauen. Ja. Er weiß eine ganze Menge mehr über unsere Kräfte, als wir das tun. Meint ihr, wir sollten Xynia vertrauen? Spielt es eine Rolle? Ich habe die Macht in mir gespürt, als ich im Tempel die Beherrschung verlor. Ich konnte sie nicht unter Kontrolle bringen. Hätte Sombrin meine Flammen nicht unterdrückt, hätte ich die Stadt in Brand gesetzt. Okay. Wenn ihr keinen anderen Weg kennt, um ihr zu helfen, bleibt uns wohl keine Wahl. Stimmt. Lasst uns diese Dinge aus den Totenländern finden, wie Sombrins Mentorin es vorschlug. Wenn es dabei hilft, mich und meine Schwester am Leben zu erhalten, müssen wir es versuchen. So groß die Risiken auch sein mögen. Habt ihr schon einmal von diesen Einstimmungsvorgang gehört? Nein, aber ich hatte auch noch nie von Ambitionen gehört, bevor all dies begann. Das ist für uns alles neu. Doch solange meine Schwester und ich in Gefahr schweben, werde ich jede Hilfe annehmen, die ich kriegen kann. Ziehen wir los und finden wir diese Dinge. Okay, die sind auch ganz gut auf der Map markiert. Könnt ihr das glauben, Kalia? Wir werden große Helden sein. Ist es heldenhaft, von unseren Kräften verschlungen zu werden? Oh, Opa Rainer. Sombrin gelehrt, seine Kräfte zu beherrschen. Das wird sie auch für uns tun. Falls die Kultisten und unsere Macht uns nicht vorher umbringen. Kommt schon. Wo ist bloß eure Lust auf Abenteuer? Opa Rainer hat einen Witz angefordert, hat eben schon Punkte in die Community-Herausforderung gesteckt. Das kann ich euch allen auch nur empfehlen. Oh, jo, wir haben die tägliche Bestrebung fertig hier bei Insekten gekillt. Insektenvernichter, jawohl. Genau, und diese Punkte, die ihr da reinstecken könnt in die Community-Herausforderung, wenn ihr viele haben möchtet, als Follower, kriegt ihr welche, dann, wenn wir gleich raiden, einen anderen Kanal, kriegt ihr welche, wenn ihr einmal kurz cheert, ein Bit oder so, oder fünf Bits oder sowas, irgendwas in den Dreh, dann kriegt ihr Gari-Punkte und wenn ihr Abonnent seid, kriegt ihr sogar noch einen Multiplikator drauf, dass dann die Abo-Punkte, die Gari-Punkte auch schneller kommen. Und darum hat Opa Rainer jetzt auch schon wieder 500 Punkte zusammen und dafür gibt es jetzt zwei Flachwitze, sage ich mal so, ja. Der erste Flachwitz
treffen sich bei zwei Ballons. Sagt der eine zum anderen: Du, ich habe eine unglaubliche Platzangst. Okay, das war Flachwitz Nummer 1. Ich fand den ganz niedlich, so der arme Ballon. Der hat Platzangst. Naja, gut. Genau, und der andere: Ich war doch gestern gar nicht so betrunken. Was erzählen denn alle? Ja, Mann, du hast den Duschkopf in die Hand genommen und gestreichelt und gesagt: Jetzt hör doch mal auf zu weinen, du Armer. Okay, die waren beide sehr flach, aber wie gesagt, man muss auch mal Flachwitze abgeben. Und das waren 2 für den Preis von 1. Immerhin, nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, Splitter holen. So, da haben wir den scharlachroten Totenländer-Splitter. Ein rotes Kristallfragment aus den Totenländern. Was, wenn Xyna uns nur wegen unserer Kräfte missbrauchen will, Destron? Sie kann uns zu nichts zwingen. Ihr habt sie gehört. Sie braucht Verbündete und wir sind mächtig. Ich kenne die Geschichten. Pakte mit Debra enden für Sterbliche nie gut. Ich beschütze euch, Kalia. Ihr habt mein Wort. Dummer kleiner Bruder, ich bin diejenige, die euch beschützt. Ihr seid doch nur ein Wimpernschlag älter. Sogar Miravis sagt, uff. Ja, manchmal sitzt es sehr flach, ne? Man muss immer Glück haben, dass auch mal ein Guter bei rumkommt, weil es gibt halt so viele Witze und nicht jeder ist gut. Ich bin halt dann doch kein richtiger Komiker. Ich kann manche Witze zwar gut rüberbringen, die auch gut sind, aber es gibt natürlich auch Witze, die sind schlecht. Und die kann ich dann auch nicht gut rüberbringen, ist ja klar. Logisch. Aber, ach, ich fand den mit dem Platzangst ganz lustig. Vor allem, weil es halt eine ganz andere Bedeutung ist, was sonst Platzangst ist. Ist halt irgendwie schon, ne? Nicht klar. Okay, und der zweite Splitter schon. Ach, das geht ja richtig zügig hier. Obsidianfarbener Splitter. Ein dunkles Kristallfragment. 2 Splitter der Totenländer. Einer für jeden von uns. Mission erfolgreich. Ah, wie schnell ging das denn? Dass es von jetzt an nur schwerer wird. Oh, ihr sorgt euch ständig. Treffen wir uns mit Sombren. Wir haben auch noch XC hier offen, ne? Also hier noch ein öffentliches Dungeon, hier noch ein Boss, hier noch eine Quest. Also wir haben echt noch, boah, was wir noch offen haben. Und gleich ist der Stream vorbei. Ne, noch ein halbes Stündchen haben wir die Story. Machen wir schon noch weiter, aber heftig, oder? Wie viel hier noch offen ist. Wir können auf jeden Fall noch 1-2 Mal streamen hier, bevor wir komplett durch sind. Das freut mich schon. Weil danach müssen wir uns mit täglichen Aufgaben beschäftigen, mit Miri und so weiter. Oder vielleicht ein paar Verliese laufen. Ich glaube, ich würde lieber Schlachtfelder laufen. Ich habe mehr Spaß an Schlachtfeldern, ehrlich gesagt. Einfach so rumbratzen und alle möglichen Leute wegbashen, ist halt lustiger irgendwie als immer dieses durch die Verliese rennen. Aber das gucken wir dann mal, wenn wir hier die Story durch haben. Wir haben ja auch noch viel Elder Scrolls Skyrim offen. Vielleicht wird Skyrim dann kurzzeitiger Ersatz sogar hierfür. So, den müssen wir mal, glaube ich, ansprechen, wenn die hier so einfach so rumsteht. Euch umgibt eine Aura des Todes. Eine recht düstere und durchdringende noch dazu. Es ist gut, dass wir einander gefunden haben. Ich kann euch in Windeseile wieder zusammenflicken. Ich muss nur die Quelle eures spirituellen Leidens finden. Vorher habe ich gesagt, ich fühle mich merkwürdig und so weiter. Jetzt tue ich mal so, als hätte ich nichts. Ich fühle mich gut. Das mag so sein. Doch ich habe gelernt, dass Geister gerissen sind. Und dass es oft nötig ist, sie zu beschwören. Wie meine Mentorin, die Geisterjagd-Expertin Claudina Ildene, sagen würde: Ach, die. Es ist gesund, innerhalb einer Beziehung Grenzen zu setzen. Vor allem bei Beziehungen mit den Toten. Was soll ich tun? Nun, der nächste Schritt ist knifflig. Ich muss den spirituellen Passagier identifizieren, mit dem ihr es zu tun habt. Wart ihr in jüngster Zeit an irgendwelchen Orten, an denen der Tod eine bedeutende Rolle spielte? Eine schreckenerregende Höhle oder eine heimgesuchte Ruine? Das hatten wir vorher mal schon. Vielleicht ein von allen Göttern verlassener Wald. Die Wildnis.
Zahlreiche Kreaturen, sowohl feinstoffliche als auch solche in stofflicher Gestalt, streifen durch die Wildnis. Es gibt ebenso viele verlorene Seelen, die Trost in eurer sterblichen Form suchen, wie bösartige Wesenheiten, die es darauf abgesehen haben, euer Leben zu übernehmen. Worauf seid ihr gestoßen? Früher habe ich Bestien und Monster gesagt. Das sag ich, jetzt sage ich mal, das kann ich nicht sagen. Ich spüre einen starken, trotzigen Willen. Diese Wesenheit verlässt sich auf euer Unwissen, um langsam eure Gedanken und euer Handeln zu übernehmen. Wenn ich richtig liege, weiß euer Passagier, was er tut und kümmert sich nicht um die Gefahr, in der ihr schwebt. Fühlt ihr euch gut? Vorhin habe ich gesagt ängstlich, diesmal sage ich eigentlich wie immer. Ich glaube, ihr seid mit einem Geist der lauernden Art geschlagen. Diese Wesenheiten warten an einsamen Orten auf Wirte und entgehen einer Entdeckung, indem sie sich tief in den hintersten Winkeln eures Verstands niederlassen. Soll ich den Säuberungsritus beginnen? Ja. Eure Zeit auf dieser Ebene hat ein Ende gefunden, Geist. Die fernen Ufer rufen nach euch. Verlasst diesen Ort und kehrt niemals wieder. Großmutter? Wie seid ihr denn hier rausgekommen? Ihr solltet in eurem Grab sein. Ihr wart schon immer das Enkelkind, das ich am wenigsten mochte. Wollt ihr mich nicht das Jenseits genießen lassen? Ich verstehe diese Geisterjägerin nicht wirklich, ehrlich gesagt. Mögen die Geister euch in Frieden lassen. Gute Reise. Was ist das immer mit diesem komischen Geisterjäger-Kram? Und immer kommt diese Oma da raus. Hier war das Enkelkind, was ich am wenigsten mochte. Genau. So, ja, okay. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt einen Witz. Kaum noch Portale da. Seit einer Woche habe ich keins mehr erwischt. Geht das noch jemand so? Also ich habe heute auch keins gesehen bis jetzt. Kann schon sein. Vielleicht sind die irgendwie abgeschaltet. Bei Fortnite schalten die manchmal Sachen ab, die nicht funktionieren. Aber die Portale müssen doch eigentlich funktionieren. Ja, mal gucken. Vielleicht finden wir heute noch eins. Opa Rainer hat übrigens einen Witz angefordert mit den Gari-Punkten. Und ich hoffe, der ist jetzt etwas besser. Ich hoffe, der gefällt euch etwas besser. Kommt der Matrose zum Kapitän. Sagt der Kapitän, was ist los? Der Matrose, wir haben einen blinden Passagier an Bord. Sagt der Kapitän, schmeißt den sofort über Bord. Schmeißt der Matrose den Passagier über Bord. Kommt so eine Viertelstunde später so mit einem Hund auf dem Arm zum Captain und sagt, so, und was mache ich jetzt hier mit dem blinden Hund? Okay, und jetzt würde ich sagen, gehen. Ja, der war jetzt ein bisschen gemein, ne? Ja, aber wie gesagt, Flachwitz ist ja das eine, aber manchmal muss man auch dann gemeine Witze nehmen, damit sie gut sind. Und Pitwansee sagt nur, aua, ja, das ist so. Nicht so okay. So, jetzt hier irgendwo. Da ist Sonnenbrand. Was macht der hier unten? Ah, da hinten sieht's wie ein Heiligtum aus. Da sind wir doch mal gespannt jetzt. Entspannt euch, Kalia. Es ist ein Abenteuer. Destron, nehmt das ernst. Unsere Macht könnte uns vernichten. Nein, das werde ich nicht zulassen. Ihr könnt das nicht verhindern. Kalia, wir finden einen Weg. Wir tun all dies, um euch zu schützen. Habt ihr die Splitter gesammelt? Jo. Ihr habt die Splitter der Totenländer gefunden? Ja. Gut. Ich habe das Portal an der Spitze dieses Hügels hinter mir eingerichtet. Ich werde Kalia und Destron einstimmen. Dann machen wir uns auf zum Gipfel. Okay. Was soll ich tun, während ihr die Zwillinge einstimmt? Ihr müsst euch für mich um eine Komplikation kümmern. Okay. Eine Komplikation? Durch mein Wirken hier wurden Kreaturen zum Hügel gelockt. Könntet ihr dafür sorgen, dass der Weg zur Kuppe frei ist? Das Letzte, was wir brauchen, sind zufällige Bedrohungen, die Kalia oder Destron zwingen, auf sie zu antworten. Okay, ich werde dafür sorgen, dass der Weg frei ist und euch dann oben treffen. Ich würde sagen, wir müssten da lang. Machen die da noch irgendwas? Oh, das ist aber ein schöner Zauber. Den hätte ich aber auch gern. Okay, gucken wir doch mal, was wir da so bereinigen müssen. Sumpfhunde. Okay, die sind nicht so schwer.
verzieht euch, Lump. Jawoll. So. Sowas mag ich immer. Es gibt da wo soll ich euch das jetzt sagen? Also, Ahrweiler, kennt ihr Ahrweiler in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, so die Ecke, so da, so eifelmäßig. Da gibt es auch so eine Burg, da muss man die ganze Zeit so Treppen hoch und so einen Weg hoch und so. Das finde ich immer total cool irgendwie. Ich weiß nicht, warum mir das so gefällt, aber irgendwie mag ich es irgendwie so. Gewundene Gänge, irgendwie hochzurennen und dann von oben runter zu gucken und dann eine tolle Burg oben zu finden. Ich weiß nicht, warum ich das. Das ist total langweilig irgendwie, aber irgendwie finde ich das immer faszinierend. Man kann immer so gucken, wie weit oben sind wir schon. Und ey, ich habe doch was geschafft mit meiner Plauze, bis nach oben zu kommen und so. Endlich mal Sport gemacht. Pfadfinder des Dunkelforst. Wir haben alles Wichtige gefunden. So geht's langsam, oh Gott, so langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende. Natürlich. Leute. In Ordnung, wie besprochen. Konzentriert euch auf die Splitter aus den Totenländern. Es klappt! Ich bin noch nie durch ein Portal gereist. Schnell, tretet hinein. Kommt nach, wenn ihr bereit seid, Freund. Drachenfels, genau. Pit van See, was ist raus? Da ist doch ein Portal, Miramäßig. Ich weiß gar nicht, wo du das Problem hast. Ich habe eins gefunden. Also, so schwer war das jetzt nicht zu finden. Da ist doch noch eins. Ja, Drachenfels sollte man nicht zu Fuß hochgehen. Das ist richtig. Drachenfels, da fährt aber auch eine schöne Eisenbahn hoch. Runter kann man gehen. Das ist in Ordnung, das schafft man. Das ist, da lasse ich mich meistens rollen. Nee, da kann man halt schon schöne Wege laufen und so. Also Drachenfels ist schon ein Ausflug wert.